Herzlich willkommen YouTube und schön, dass ihr dabei seid bei meinem neuen Unboxing der Get Digital im Juli 2020. So, und bevor die Box uns vorher schon spoilert, fangen wir auch direkt an. Und wir fangen an mit... Wie soll das anders sein? Einer Maske. Aber keiner üblichen Maske, sondern einer Papiermaske. Und ja, da ist eine Katze heute im Bild. Die, selbst wenn sie gefressen hat, immer noch Hunger hat. Was willst du machen? Es ist eine... Ich zeig's dir doch mal mit. Könnte es... Ich tendiere gerade irgendwie zu Bane. Wegen diesen Kabeln. Oder zu Predator. Aber gut, das können wir nachher im Heften mal rausfinden. Aber auf jeden Fall... Es ist eine Maske. Okay. Schauen wir dazu später nochmal zu. Hier ist schon das Heft dazu, das wollen wir jetzt nicht. Hier ist das dazu, das wollen wir jetzt auch nicht. Hier muss ich kurz reingucken. Okay, hier ist ein Code drin für ein Spiel. Und zwar dem Spiel Chromegun. Für Steam. Pixel Maniacs. Ich kann es leider jetzt nicht aufklappen, weil doch genau der Code drin ist. Daher, ich packe es jetzt nur hier hin und ich packe es mal ein bisschen hier drunter. Nicht, dass es dann noch aufgeht, denn wäre das doof. So, und hier ist etwas, okay, ein bisschen Rassismus vielleicht, aber das schauen wir dann gleich mal. Und zwar eine, wie nennt man die, Keramikflasche, sag ich jetzt mal, mit Korkverschluss. Ist egal, wir schauen jetzt einfach mal rein und dann werden wir sehen, was es ist, wie es ist, ob es was ist und ob man es auch gut bekommt. Also... Packen wir gleich beiseite. Hey old runner, hang out. I can't mix with you guys. Hydrophob. Also eher so ängstlich. Öffnen ganz leicht, wie es ausschaut. So ein bisschen rausdrehen und... Ich kenne diese Flaschen eher nur mit Met gefüllt und in einer etwas anderen Farbe. Ja. Ich pack diesmal hier auch mit hin. Auch mit hin. Brav, brav. So, dann machen wir weiter mit, wie ihr kennt es. Gucken, sind Süßigkeiten da drin oder wird es dicker? Wir sind mal gespannt, ob wir überrascht sind. Wir haben Sticker. So rum? Ja, so rum. Ah, Tastatur, klar. Hm. Ja, nee, Windows. Genau, Windows Fenstersticker. Dann haben wir irgendein Pulver. Werden wir mal sehen, was es sein könnte. Und Mutprobe! Spider! Ah, ja, super. Zum Glück bin ich arachnophob so ein bisschen. Aber hey, wir schauen uns da mal rein. So, was haben wir hier? Ich hab da ein bisschen. Was? Was? Öffne die Tüte und nimm den Bogen mit dem Gummi heraus. Drehe den Gummi ca. 30 Mal, halte ihn gut fest, stecke alles wieder in die Tüte und verschließe sie. Ah, okay. Das soll dann wahrscheinlich so ein Spinnkrabbeln oder so darstellen und ja gut, jetzt ist klar. Okay, jetzt wo ihr alle das wisst, und ihr seht die Tüte. Tut mir leid. Oh, wir haben dann hier anscheinend noch ein Poster und nur mehr oder weniger einmal geklickt. Ein Filmposter. Hallo Stimme, da war ich mal. Okay, das muss ich dann doch mal hinlegen. Muss ich hier mal alles ein bisschen beiseite packen. Beiseite, nicht aufs Poster. Und... So, jetzt muss ich denn doch mal schauen. So sieht das. Gut, ich kann es ja mal gerade hinlegen, ne? Blumenhaus, Halloween, okay. Hat ein bisschen was von Freddy. Nee, Freddy Krueger kommt nicht hin. Der hatte vier. Willst du besser? Nee. Putz die Brav Katze, dann ist alles gut.
was ist da los hier? Ja, ich versuche jetzt mal, wie gesagt, Poster noch ein bisschen besser hier hinzubekommen. Mal gucken, ob es wird. Wie? Willst du es? Ich weiß es nicht. Danke. Produktion von Halloween. Okay, also sag mir gar nicht. Die Totenwache. Scheint was Neues zu sein, vielleicht ein neues Gimmick oder so. So, wir haben eine Herr der Ringe-Figur. Eine kleine, ein Gollum. Könnte aus Teil 1 sein. Oder gut, das Einteilen des Gollum war ja nun in jedem Teil dabei. Sieht auf jeden Fall echt schick aus. Ist relativ human eingepackt. Von hinten, von der Seite, vorn. Kann man auch wieder gut verpacken oder zusammenstecken, sage ich jetzt mal. Ja, das ist dann einmal Gollum. Dann Star Wars. Diese kleinen, ich glaube, Wackelkopffiguren sind das auch. So, an wem hätten wir Interesse? Wir hätten hier ans Vögelchen Interesse. BB-8. Ihnen ist nicht so. Wir schauen einfach mal rein, wie wir kriegen. Aber hey, wir haben vorher schon sagen, welchen wir haben wollen. Vielleicht ein bisschen Glück von Disney. Oder Pech von Disney. Mal gucken, was wir bekommen. So. Stimmt ja. Verschweißt und zusammengeklebt. So. Und wir haben. Oh mein Gott! Hat sie überlebt uns damals? Doch, ich glaube, sie hat auch überlebt. Ich muss gerade selber überlegen. Ich habe zwar alle Filme mal so ein bisschen geschaut, als Nicht-Star Wars-Fan, tut mir leid. Aber ich kann mir die Filme und die Serien ansehen. Du nicht? Wie, du findest Star Wars schlechter als Star Trek? Katze. Wenn die Leute dir ein Video erfahren, dann machen die falsche Hasen aus dir. Also, echt kein Anstand. Das ist eine Star Wars Box. Merkst du das nicht? Ja. Wir müssen ja nochmal reden, du. So. Da. Nur ein lizenziertes Funko Pop Produkt. Ich habe gar nicht gewusst, dass die auch sowas noch machen. Ein. Muss ich selber drauf gucken. Ich glaube, es gab bei zwei oder drei verschiedene, also in der Größe. Ich weiß es gar nicht. Französisch, Deutsch. Mit Batterien? Warte mal kurz. Ah. Was? Ja, ne? Okay. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt kommen wir zu einem T-Shirt, das voll Star Wars-like ist. Sieht ganz schön klein aus. Nee, passt, okay. Gut, jetzt muss ich doch mal ein bisschen was beiseite packen. Und zwar, Glumanda. Wir wissen, Glumandas Flamme ist das Wichtigste an Glumanda. Und man sieht natürlich wieder gar nichts. Müssen wir jetzt gerade T-Shirt klauen? Jetzt geht's ja los hier. Also. Wer ist Glumanda? Ist Pokémon. Hast du jetzt damit auch noch ein Problem? Auch findest du gut? Ein bisschen Sympathie hat die Katze ja noch. So, und dann schauen wir mal. Das letzte Item ist eine. Ich weiß gar nicht wie die heißen. Auf jeden Fall eine Tasche von Star Wars. Im Stil von mit dem X-Wing drauf.
Zum Umhängen. Mit Kunst, aus Kunstleder, wie es scheint. Ein bisschen gut Inhalt. Jetzt, wo man auch wieder studieren darf und wo man auch wieder zur Uni darf, ist das ganz cool, glaube ich. So, ein bisschen wenig Platz, merke ich gerade. Ich schaue mal gerade, ob wir ein bisschen... Ja, ich hätte mich besser vorbereiten können. Was ist jetzt da? Was ist jetzt da los hier? Nur noch Kritik. Ne, bisschen viel Katze vielleicht. So. So sieht es dann alles in allem aus. Da ist noch ein bisschen Müll zu sehen. Was schleichst du hier rum? Manchmal ist die Katze echt Katze. So, das sind alle Items. Dann schauen wir noch mal ins Lootheft direkt hinein. Was? Ja. Katze. So, und dann schauen wir mal hinein. Wir haben... Obwohl, der X-Wing wäre auch cool gewesen, oder? Ach, ich weiß gerade nicht, wie der Falken heißt. Millennium Falken. Ich wollte gerade 2000er Falken sagen, aber das ist halt in der Millennium halt. Wir haben jetzt den AT-AT. Gut, ich wusste gerade. Aber was war denn der AT-ST? Gab es nicht noch andere? Ach, naja. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Star Wars-Fan, aber Star Wars kann ich mir anschauen. Aber die Begriffe sind halt nicht ganz so Bombe. Befestigt, tut mir leid. Eine Ölflasche, hydrophob. Okay, eine Ölflasche soll das sein. Dann das Pokémon-T-Shirt. Die Gollum in den Bergen-Figur. Wir sind jetzt alleine auf der ersten Seite schon bei 17, 34, 35, 36, 46, 50, 60, 65 Euro ungefähr. Und dann kommt noch der ganze Rest. Also das ist mal echt eine bombastische Box. 7 Euro die kleine Figur. Kommt vollkommen hin. Chromagun, das Spiel für 12,99. Könnt ihr selber auf Steam schauen, ob es ungefähr so hinkommt. Die Maske war einfach so dabei. Sicher, sicher. Die Sticker für 1 Euro. Die Mutprobe für 2,45. Das Pulver Zotti Birdies. Salmiakpulver? Salmiakpulver? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein scharfes, süßes und sehr aromatisches. Ne? Aus Holland. Okay. Okay. Und die Goodie Bag für 24,95, muss ich sagen. Die mit dem X-Wing, die sieht echt schon mit am stylischen aus, aber gut. Darth Vader geht, glaube ich, immer. Wie, warum kein Luke dabei ist? Na, weiß ich nicht. Na, vielleicht ist er Luke im X-Wing. Wie, glaubst du nicht? Denkst du was anderes? Da schaut es euch an, ihre strammen Beine da. So, hier sind noch ein paar Mitarbeiter. Den Shop auf jeden Fall euch auschecken und auf jeden Fall auf www.getdigital.de gehen. Ja, ich kündige die Seite mal an. Freu dich doch. Katze. Hier gibt es noch einen 5-Euro-Gutschein für eine ältere Box, wenn ihr gerne eine möchtet. Gerne mal schauen. Get Digital Live, haben auf jeden Fall, so wie es aussieht, einen YouTube-Kanal, streamen dort auch jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr, eine Stunde. Nerd-Community, dazu gehöre ich auch, dazu könnt ihr auch gehören. Und hier ist das Poster ab 23. Juli im Kino. Ich glaube ja eher nicht dran, also so viel, wie es sich hier verschoben hat. Hier gibt es noch so ein bisschen andere Figuren, ähnliche 3D-Artists for Hire. Und das war die Box. Seid gerne wieder mit dabei beim nächsten Unboxing. Ich schaue nochmal, ich habe hier nochmal ein Zettelchen, ob da noch was mit drauf ist. Man kann bis 20.28 eine Box bestellen. Ab 69,95. Im Wert von 100, über 120 Euro. Und zwar die Alien and Predator Box. Geht also gerne auf getdigital.de. Schaut euch die Box an. Wenn ihr daran Interesse habt, bestellt sie euch. Die Box ungefähr kostet 35 Euro plus minus 1-2 Euro. Kann man sich also auf jeden Fall
gönnen. Für Star Wars Fans diesmal auf jeden Fall was dabei. Und in diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar da, was man besser machen kann. Verachte die Katze nicht zu so sehr, nur weil sie kein Star Wars mag. Und auf ein baldiges Wiedersehen. Gerne auch abonnieren. Und bis bald. Ciao.